Und weiter geht's im Dunkeln. Und jetzt machen wir einfach mal wieder das Licht an und hoffen, dass wir heute erfolgreich sind und unsere restlichen Codes finden. Das wäre doch genial. Rivals? Nein. Oh. Jetzt bin ich da. Ach, egal. Wir schauen jetzt einfach mal weiter und merken uns die Bunker. Okay, Butchering. Nichts. Ich glaube, da finden wir nichts auf dieser Seite. Zumindest war das letztes Mal so. Habe ich das jetzt schon mal angeklickt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe wieder was gehört. Wie als hätte jemand ein Garagentor aufgemacht. Ich bin jetzt mal ganz kurz leise, weil ich möchte hören, ob da jemand kommt. Irgendwas rumpelt. Oh. Die sollen mich doch einfach in Ruhe lassen. Ich möchte doch einfach nur in den Red Room. Sollen sich einfach jemand anders aus. Da ist wer. Da ist irgendwer. Gott sei Dank ist es bei mir im Moment noch taghell. Ich würde, glaube ich... Ja, jetzt ist wieder das Fenster auf. Ich würde, glaube ich... Echt? Ich glaube, ich würde das nicht... Ich spiele das nicht nachts. Da kann ich dann nicht mehr schlafen. Oh. Und... bei uns ist letztens wirklich eingebrochen worden. Also nicht bei mir in der Wohnung, aber als ich vorgestern in den Hausflur kam, hing ein Zettel da von der Polizei, dass ja, 3 Tage zuvor irgendeine Wohnung aufgebrochen worden war und sie um Hinweise bitten. Das fand ich dann schon sehr, sehr krass. Also die Vorstellung, dass jemand bei dir einbricht in der Wohnung, ist wirklich, wirklich, finde ich, sehr unheimlich, weil, ja, die Wohnung ist dein Privatbereich und da hat niemand etwas zu suchen, der nicht eingeladen ist, ganz einfach. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und ich glaube, jetzt ist es wieder ruhig. Ich traue mich jetzt mal und mache mal wieder das Licht an. Und wir suchen weiter. Bleeding hatten wir, glaube ich, schon. Skinning. Nichts. Okay. Okay, okay. Info Exchange. Auch nichts. The Prey. Warehouse 33, was ist das? Oh. Welcome to our website. Not all humans are equal. For some of them, we are born superior to others. Oh. Geht nicht? Geht das? Hey, детка. Ach, fuck.
Ach, so ein... Scheiße. Ich hab den nicht gehört. Ach, Mensch. Ach, komm. Oh. Da muss ich gleich mal kurz einen Schluck Bier drauf trinken. Das geht gar nicht. Moment. Ach, komm. Nein. Unsere Codes sind weg. Einfach weg. Warum können die uns nicht einfach kidnappen und uns unsere Codes da lassen? Und ich möchte mit dir jetzt nicht telefonieren. Halt deine Schnauze. Ich bin jetzt wirklich gerade dezent angepieselt. Ach, Mann, oh. So ein Mist. Alles weg. Scheiße. Scheiße. Mann. Ich fange jetzt mal von unten an. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Weed Post? Ui. The hottest shit to hit the streets since the Purple Dragon. Products is leer, order. Ist leer. Oh, komm. Ja, du mich auch. Ach, Mensch. Nein. Auch nicht. $600 für 100 Gramm. Och, unsere schönen Codes, ey. Den traue ich immer noch hinterher. War da was? Ich glaube, das war nur der Wind. So eine Scheiße. Schade, schade. Okay, keine Köln. Ach, danke. Ich habe dafür einen Hack. Und weiter geht's. Auch nicht. Schade. Schade, schade. Dann geht's weiter. Warehouse 33. Das war doch diese blöde Seite, wo wir vorher gekidnappt worden sind. Okay, da ist vermutlich auch nichts.
etwas gehört? Irgendein komisches Klacken? Ich bin mal ganz kurz leise. Ich mache jetzt nochmal das Licht an. Ja. Alright, da haben wir alles. Da war nichts. Der Prey. Nein. Ach komm. Lasst mich doch in Ruhe. Okay. Wir gehen weiter. The Prey. Unable to connect. Info Exchange. Pacha. Und ich flüster schon wieder aus Versehen, das tut mir leid. Aber ich möchte einfach ein bisschen ruhig sein, dass ich einfach höre. Falls jemand kommt. Das tut mir jetzt leid. Ich werde, glaube ich, die nächsten paar Folgen vielleicht mit Facecam spielen. Mal schauen. Ich brauche erst ein neues Mikrofon. Vorher geht's leider nicht, weil ich im Moment. Ach, jetzt haben wir wieder. Warum geht das nicht? Weil ich im Moment mit dem Mikrofon von meiner Facecam aufnehme. Aber mein neues Mikrofon kommt demnächst und dann habe ich die Facecam wieder und dann. Ja. Spiele ich mal mit Facecam und dann könnt ihr mich mal kennenlernen und live in Farbe sehen und. Und so weiter. Aber es dauert leider noch ein bisschen. So, da sind wir wieder bei den Waffen. Oh, Rivals. Projektile. Ammo? Oh. Buy now? Nein, können wir nicht. AA-15 können wir auch nicht kaufen. Das ist gar nicht. Da können wir auch nichts. Okay, wir gehen mal von hinten. Oh Gott. Da war wieder dieses Geräusch. Wie als wenn jemand eine Garage, ein Garagentor aufbricht mit einer Brechstange. Aber ich bin mir halt nicht sicher, weil das letzte Mal oder das vorletzte Mal, ich weiß es gar nicht mehr, als wir gekidnappt worden sind,
da habe ich auch dieses Geräusch gehört und dann waren wir ja eine Weile still und dann habe ich das Licht angemacht und ein paar Minuten später wurden wir dann gekidnappt. Es kann ein Zufall sein, aber es kann natürlich auch sein, dass, wenn dieses Geräusch kommt, dass dieser Typi durch die Garage kommt und der braucht natürlich seine Zeit, bis er bei uns in der Wohnung ist. Und wenn wir dann währenddessen das Licht wieder anschalten, sind wir natürlich angearscht. Auf gut Deutsch. Aber ich höre im Moment nichts. Oder? Moment, ich bin mal kurz still. Ich höre nur den Wind. Aber das kann natürlich auch täuschen. Das kann natürlich auch täuschen. Ich meine, tendenziell wäre es egal. Weil wir haben immer noch keine Codes gefunden. Dann könnten sie mich ruhig kidnappen, das ist mir wurscht. Aber bitte nicht, wenn ich dann wieder das Glück habe und wir finden wieder 3 Codes und dann schnappt er mich wieder. Das finde ich echt nicht nett. So, um das jetzt mal dezent so auszudrücken. Sollen wir es wagen? Sollen wir es wagen? Das ist die große Frage. Die Fenster sind zu. Und ich höre auch gerade nichts mehr. Außer diesen komischen Wind. Nee, da ist nichts. Doch, doch. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Da waren definitiv Schritte. Zwei Stück. Oh, ist das unheimlich. Da ist jemand im Haus. Das habe ich mir nicht eingebildet. Es waren auf jeden Fall 2 Schritte. Geh doch einfach, ich hab kein Bier. Geh einfach ein Bier trinken und lass mich in Ruhe. Meine Güte. Ja. Jetzt ist er wieder still. Jetzt höre ich wieder nur den Wind. Na gut. Ich würde sagen, ich bleibe jetzt noch mal ein bisschen im Dunkeln sitzen. Und ja, dann schauen wir einfach mal in der nächsten Folge, ob ich mich getäuscht habe. Oder ob da wirklich einer im Haus ist, der uns dann schnappt, sobald wir unser Licht wieder anschalten. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao!